Special gift from his contact, he says. Now it's acting all weird. Gives me the damn creeps. You feel it too, right? Like it's looking straight through you? Besonders Geschenk von seinem Ansprechpartner, sagt er. Jetzt verhält es sich ganz seltsam. Ist mir total unheimlich. Du kannst es auch spüren, oder? Als würde es direkt durch dich durchblicken. Sie blickt ihn mit stechend violetten Augen an. Sie schüttelt den Kopf und läuft wieder auf und ab. Came out here to get away. Couldn't stand it staring at me anymore. Then... Oh, my memory's fuzzy. Anyway, you want a Benwith's? Haven't seen you for, but he's been bringing all sort of new folks on lately. Can't hardly keep track. Kam hierher, um wegzukommen. Konnte es nicht aushalten, wie es mich anstarrte. Ach, mein Gedächtnis ist verschwommen. Egal, gehörst du zu Benwiths Leuten? Hab dich noch nie zuvor gesehen, aber in letzter Zeit schleppt er alle möglichen neuen Leute an. Da liegt man nicht mehr durch. Der hämische kleine Trottel, der es auf mein Schiff abgesehen hat? Ha, nein. I'll say that's a damn shame, but you seem to be getting along well enough on your own. Benny's crew, I swear, we get up to some right nonsense. Most fun I've ever had on a boat, except for all the hangovers. You ever been hungover at sea? I don't recommend it, no sir. Ich würde sagen, dass das echt schade ist, aber du scheinst hier allein ganz gut zurechtzukommen. Mit Bennys Crew haben wir jede Menge Unfug angestellt. So viel Spaß hatten wir noch nie auf einem Schiff. Nur die Kater waren gar nicht lustig. Hast du schon mal einen Kater vor See gehabt? Kann ich nicht empfehlen, gar nicht. Look, maybe we should stick together. Feels right, you know? Well, with you being the only other thing around and all. I can give you a hand with, spirity stuff. Schau, vielleicht sollten wir zusammenbleiben. Fühlt sich richtig an, weißt du? Wo du doch das einzige andere Wesen weit preist bist und so. Ich kann dir mit Geistersachen aushelfen. Ich bin ein Wächter, ich bin in Geistersachen schon bewandert genug. Ihr seid doch kein Spielverderber. Wir werden eine tolle Zeit haben. Warte nur ab. Das Gespenst lässt ihr kaputtes Boot hinter sich und folgt dir, wobei sie immer noch Selbstgespräche führt. Yes. Wieder eine Pistole, Betäubungsbomben und die Silberluske. Die am weitesten verbreitete valianische Münze im Dürrwald ist die Silberluske, die ihren Namen aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit dem Schummer des Fisches trägt. Kann Ella davon noch eins stacken? Nein. Also kommt die mal weg. You're quite friendly, aren't you? Absolutely. Was ist das? Ein ekliger, salziger Gestank steigt aus den durchnässten Kisten empor. Ihr Inhalt ist verrottet. So, jetzt muss ich immer noch einen Weg finden, dem anderen zu helfen. Ich habe halt niemanden, der Mechanik bewandert ist. Athletik, Heimlichkeit, Sprengstoffe. Einschüchtern, Fähigkeit, Religion, Überleben. Alchemie, Athletik, Heimlichkeit, Bluff, Diplomatie, Überleben. Nö. I'm here. Das Wasser ist ruhig. Da du den beschwerlichen Weg durch den Tunnel bereits einmal hinter dich gebracht hast, bist du dir recht sicher, dass du es problemlos zurückschaffst. Ich find's lustig, dass da wirklich ein Zwerg und ein Mann abgebildet sind. Hindurchschwimmen. At once. Ja, es ist nur die Frage, wie kriegen wir dich da raus? I got it. Well, you seeing something I'm not? Na, siehst du was, was ich nicht sehe? Ich sehe, was ich tun kann. Don't see why not. Ja, hier gibt's sonst nichts mehr. Ich muss auf jeden Fall Mechanik steigern, wenn ich ein Level abkriege. Wie sieht's eigentlich mit Rasten aus? Zieh Nahrung hierhin, um Verletzungen zu heilen und Bonusse zu erhalten. Ah ja. Okay.
Abbrechen, okay. Jetzt muss ich doch nochmal ins Lager zurück und fragen, ob da jemand Schlösser knacken kann. They warned me strange things would come following you, Watcher. Ich wurde gewarnt, dass jenen, die dir folgen, seltsame Dinge zustoßen, Wächter. Good news, Captain. I found some supplies must have washed ashore. Gute Neuigkeiten, Captain. Ich habe ein paar Vorräte gefunden, müssen wohl angespült worden sein. Doch. Even better. I've located some spirits. The mundane kind, I mean. Nothing that requires your talents, Watcher. Noch besser, ich habe ein paar Geister gefunden. Ich glaube, die irdische Art von Geistern. Nichts, dass dein Talent erfordern würde, Wächter. Er verdreht die Augen und zwinkert vor Entzücken. Hast du noch irgendeinen Überlebenden gesehen? One up north, near the cave. Could have been that stuffy goat Beodul. I cried out, but the storm was too loud. Einer oben im Norden, in der Nähe der Höhle. Das könnte der muffige Bock Beodul gewesen sein. Ich habe zwar nach ihm gerufen, der Sturm war aber zu laut. Was soll ich deiner Meinung nach jetzt machen? Standing here for one. Worth having a spy about this place. It may be there's more of us who've survived Margaren's trial. Zum Beispiel nicht einfach nur herumstehen. Wir sollen einen Spion an diesen Ort schicken. Möglicherweise gibt es dort noch ein paar von uns, die Margaren's Prüfung überlebt haben. There is a cave to the north. Could be some of our fellows sought shelter there. If all you find is cold corpses, we can say a prayer for their departed souls and liberate them of their mortal possessions. Es gibt eine Höhle im Norden. Vielleicht haben einige unserer Kameraden dort Schutz gesucht. Wenn ihr nichts anderes finden könnt als erkaltete Leichen, sprechen wir ein Gebet für die verschiedenen Seelen und befreien sie von ihren sterblichen Besitztümern. Weißt du irgendwas über die Insel? Kethnev hier. I care that much. Means we're a sight better off than we could be. Gestandene Leben hier, so wie kann ich erkennen. Bedeutet, dass wir etwas besser dran sind. Of course. It's surely pirate territory. They have a number of bolt holes out this way. I'd nay be surprised if that cave up north is one of them. Could be they lie in wait for us, even as we speak. Natürlich ist das hier Piratengebiet. Da gibt es bestimmt eine Reihe von Schlupflöchern. Würde mich nicht überraschen, wer diese Höhle im Norden eins wäre. Kann sein, dass sie uns jetzt im Moment bereits auflauern. Sein ahnungsvoller Ton wird von einem Funkel in seinen Augen kontaktiert. Dann lebt mal wohl. There must be other survivors out there. Mhm. Hier sitzt immer noch nur der eine Geist rum. Wo ist die andere jetzt abgeblieben? Das ist aber nicht du, oder? There is nothing for miles. Nee, das ist nur ein toter Seefahrer, beziehungsweise eine tote Seefahrerin. Keine Ahnung, wo jetzt der Piratengeist abgeblieben ist. Ein Überlebender wurde auf dem Weg zu einer nahen Höhle im Norden gesehen. Ja, ich muss immer noch Beodul da rauskriegen. Ist ihnen nur die Frage, wie. Okay. Ah, cool. Ich kann mich jetzt frei auf der World Map bewegen. Schiffszwieback 15 Mal. Okay. Inolets Gabelung. In der Ferne siehst du einen einfachen Wagen. Er sitzt merkwürdig schief auf der Straße, dass es offensichtlich ist. Der Wagen wurde beschädigt. Selbst von deinem Standpunkt aus kannst du Gestandene sehen, die aufgeregt darum herumlaufen. Dich offen nähern, dich näher heranschleichen, um alles zu beobachten. Voller Erfolg. Als du dich dem Wagen näherst, siehst du eine Gruppe von
Rezeranischen Pegan-Kleidung aus grob gesponnenen Leim, Bauwollstoffen. Ein einzelnes Zugpferd stampft ungeduldig mit den Hufen auf den Boden. Zwei der Pilger diskutieren über das rechte Vorderrad, das hoffnungslos im Schlamm festzustecken scheint. Ja, okay. Wir wollen uns nicht mit den rezeranischen Pilgerern anlegen, vor allem wenn es religiöse sind, also nehmen wir uns offen. Einer der Pilger bemerkt dich, er tritt zurück, macht die anderen auf dich aufmerksam und dann kommt ein Mann in einem abgetragenen Gambason auf dich zu. Sein Gesicht ist von tiefer Sorgfalt gefurcht. Haben die Träume dich ebenfalls hierher geführt? Die anderen Pilger sehen mit einer Mischung aus besonderer Hoffnung zu dir. Träume? Selbstverständlich, warum sonst? Mit den Schultern zucken. Ich folge Eotas. Träume? Wir sind Bauern und kommen aus Rezeras, um die Felder der Kolonie hier zu bestellen. Wir glauben alle an den einen im Licht des Eotas. Die anderen Pilger nickern inbrünstig zustimmend. Eine Frau mit einem lächelnden Baby hebt die Hand des Kindes und winkt damit. Wir hatten Träume. Drei Sterne segelten über den Himmel. Sie durchbohren die Schwärze einer Sturmwolke. Haben wir gedacht, es muss sein. Eotas, der uns ruft. Daher sind wir hierher gekommen, um zu dem Ort, den wir in unseren Träumen sahen. Die Pilger sehen sich um und gleichen ihre Erinnerung aus dem Traum mit der Gegenwart ab. Wir sahen den Riesen vorbeiziehen mit drei Sternen auf seiner Stirn, aber er seufzt und gestikuliert in Richtung des Wagens, der im Schlamm stecken geblieben ist. Leider konnten wir ihm nicht folgen. Das Rad steckt so fest, wie es nur feststecken kann. Keiner von uns ist stark genug, um die Ecke des Wagens anzuheben, damit wir etwas darunter schieben können. Und wenn es mehr als einer von uns versucht, kommen wir uns nur in die Quere. Die anderen Pilger nicken und strecken sich akut ihrer schmerzenden Körper bewusst. Den Wagen untersuchen. Lass mich mal sehen. Eine kurze Untersuchung ergibt, dass der Wagen nicht beschädigt ist. Das Rad steckt hier im Schlamm fest. Wir haben Holz dabei, sagt der Alte und deutet auf den hinteren Teil des Wagens. Wenn wir das Rad hochbekommen, können wir das Holz darunter legen. Im Wagen siehst du mehrere Holzplanken, auf der Seite bemerkst du kleine Schatullen mit Wertsachen. Einer der jüngeren Dämmersterne schaut dich mit großen Augen an. Denkst du, du kannst es heben? Versuchen die Ecke anzuheben. Edda. Erfolg. Edda stellt sich vor die Ecke des Wagens, geht tief in die Knie und hebt das Rad mit einem lauten Stöhnen aus dem Schlamm. Ein junger Dämmerungsstern steht baff daneben, reagiert jedoch schnell genug, um ein dickes Brett unter das Rad zu schieben. Es dauert fast eine Stunde, einen Weg zu legen, auf dem der Wagen aus dem Schlamm freikommen kann. Die sich so abmühenden Dämmerungssterne glänzen vor Schweiß, aber sie alle lachen fröhlich Lieder, in denen sie Eotas preisen. Ergebnis: 2 Stunden sind vergangen. Der Anführer drückt dir lächelnd einen kleinen Münzball in die Hand. Wir danken dir für deine Hilfe. Wer weiß, wie lange wir noch ohne deine Hilfe festgesteckt werden. Während du davon gehst, bereiten sie ihren Wagen für die weitere Reise vor. 15 Silberpfennige. Oh. Sind immerhin 90 Kupferstücke. Der alte Mann ruft dir zu, als du gehst. Pass auf deine Seele auf, Reisende. Egal, ob du wegen Eotas gekommen bist oder nicht, wir wissen uns vom Herzen, dass er für uns gekommen ist. Da oben ist Port Maie. Da sind die Upo-Wälder. Gucken wir uns noch zuerst hier um. Eine Grabstätte. Nein, erst nach Port Maie. Vielleicht finden wir dort einen neuen Verbündeten. Verletzte Mannschaft. Unbeschädigt. Segelzustand. Nahrungsvorrat. Und Wasservorrat. Und das hier wird die Moral sein. Medizin, Munition, reparieren, bekannte Orte. Kurs setzen. Okay, gehen wir nach Port Maie. Also ich sehe da auf jeden Fall Alof und Palutena auf dem Ladebildschirm. Ich frage mich, ob ich den beiden noch hier irgendwo begegnen werde. Vor allem, ob einer von den beiden die Fallen entschärfen könnte.
Ja, das Laden ist wieder ein bisschen nervig. So, Port Maye. Mal prima, 2832, okay. Xoti. Ich habe aus dem ersten... Besser mal sehen, warum diese Menge sich dort versammelt. What if the giant comes this way? Please, everyone stay calm. Der Mann im Zentrum der Aufmerksamkeit scheint von der Gruppe Stadtbewohner rund um die Plattform und von einer ziemlich streng wirkenden Amauna neben ihm gleichzeitig mit Fragen bedrängt zu werden. Please, everyone remain calm. I assure you, I will do everything in my power to get you the answers you need. Our friends among the Huana. Bitte bewahrt Ruhe. Ich versichere euch, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um die Antworten zu liefern, die ihr verlangt. Unsere Freunde unter den Huana have offered you hospitality and safety from the storms. Haben euch Gastfreundschaft und Schutz vor den Stürmen angeboten. Die Amauna verschränkt die Arme. Yes, yes. I think we are all keenly aware of the debt of gratitude we owe to the... Ja, ich denke, wir sind uns alle sehr bewusst, wie viel Dankbarkeit wir schulden. I have personally seen to the safety of your homes. Now you will do the same for our families. Ich habe mich persönlich um die Sicherheit eurer Häuser gekümmert. Jetzt werdet ihr dasselbe für unsere Familien tun. What about our families?